Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen vermissten Fall. Seit dem 19. Mai 2019 ist die damals 58-jährige Petra Schetters verschwunden. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 9. Juni 2021. Die filmische Darstellung beginnt damit, dass Petra ihre Katze füttert und ihr Mann einen Fahrradschlauch flicken will. Petra Schetters und ihr Ehemann wohnen im Essener Stadtteil Delwig. Die Straße heißt Reuenberg. Sie sind bereits viele Jahre verheiratet und ihr Ehemann ist bereits Rentner. Petra arbeitet als Reinigungskraft in einer Arztpraxis und im Essener Dom. In dem Gespräch, das die beiden dann führen, planen sie mal wieder eine Fahrradtour nach Düsseldorf zu machen. Petra Schetters ist eine unternehmungslustige Frau. Sie geht zum Beispiel regelmäßig gerne mit Freundinnen aus. In der Darstellung trifft sich dann mit einer ihrer Freundinnen in einem Restaurant oder Café. Die beiden haben bereits eine Reise nach Spanien geplant und diese soll in etwa 4 Monaten stattfinden und darüber unterhalten sie sich ein bisschen. Petra freut sich auf die Reise und sagt aber auch, dass sie ihren Mann schon ein bisschen vermissen wird. Und die Freundin sagt dann, dass ihr Mann ja wohl 2 Wochen ohne sie klarkommt. Petra stimmt ihm zu und sagt, du hast recht, da muss er durch. Der Sprecher aus dem Off, Christian Baumann, erklärt dazu, dass der Urlaub für September geplant ist und ihre Freundin, mit der sie in den Urlaub fliegen möchte, auch gleichzeitig ihre Arbeitskollegin ist. Dieser Reise fiebern beide schon entgegen. Allerdings wird es zu dieser Reise nicht mehr kommen. Am Sonntag, dem 19. Mai 2019, dem Tag ihres Verschwindens von Petra Schetters, gönnt sich das Ehepaar ein spätes und ausgiebiges Frühstück, welches erst gegen Mittag beendet ist. Am Tisch fragt Petra dann ihren Mann, ob sie nachher nicht noch spazieren gehen wollen. Und der Mann stimmt ihm zu und fragt noch einmal nach, ob Petra später nicht auch noch zum Grab ihrer Eltern gehen wollte. Petra sagt ja, denn sie wollte dort eine Kerze anzünden. Und weiterhin schlägt Petra vor, nach dem Spaziergang zusammen zu kochen. Ihr Mann ist damit einverstanden und Petra schlägt dann vor, ihr Leibgericht Spaghetti Bolognese zu kochen. Auch damit ist ihr Mann einverstanden, möchte aber jetzt, da das Frühstück sehr ausgiebig war, ein Nickerchen machen. Petra sagt, dass sie auch noch ein Nickerchen machen will, aber zuvor noch eine raucht. Sie geht dann mit einer Zigarette und dem Feuerzeug auf den Balkon. Ihr Mann ist dann sehr schnell eingeschlafen und hat dann laut dieser Darstellung wohl nicht mehr mitbekommen, dass seine Frau die Zigarette zu Ende geraucht hat. Also in der Darstellung ist nicht klar erkennbar, ob sich seine Frau dann noch zu ihm gelegt hat. In einem anderen Artikel hieß es dann, dass seine Frau sich später zu ihm gelegt hat und er das wohl noch mitbekommen hat. Er wacht dann circa 2 Stunden später von seinem Nickerchen auf. Er vermutet, dass seine Frau bereits aufgestanden ist. Er kann sie aber nicht sehen und sie reagiert auch nicht, als er nach ihr ruft. Dann findet er auf dem Tisch einen Zettel, auf dem steht, dass sie auf dem Friedhof ist. Er versucht sie dann auf dem Handy anzurufen und stellt dann durch das Klingeln fest, dass Petra ihr Handy nicht mitgenommen hat. Zuerst macht sich der Ehemann keine Gedanken, da es nicht unüblich ist, dass seine Frau ihm eine Nachricht hinterlässt. Gegen 16.30 Uhr wundert er sich aber so langsam, dass sie immer noch nicht zurück ist. Daraufhin beschließt er, zum Friedhof zu fahren, um zu sehen, wo sie bleibt. In einem anderen Artikel heißt es dann, dass er den Weg zu Fuß abgegangen ist. Auf dem Weg zum Friedhof kann er seine Frau nicht sehen. Auch auf dem Friedhof selber kann er seine Frau nicht entdecken. Aber auf dem Grab ihrer Eltern brennt eine Kerze. Für ihren Ehemann ein deutliches Zeichen, dass seine Frau auf dem Friedhof war. Er geht dann davon aus, dass sie auf dem Weg nach Hause ist, aber einen anderen Weg genommen hat, als er gefahren bzw. gegangen ist und sie sich deshalb nicht begegnet sind. Also fährt der Ehemann wieder nach Hause. Als er wieder zurückkommt, ist Petra immer noch nicht da und kommt auch in den nächsten Stunden nicht. Am Abend beginnt sich der Ehemann dann größere Sorgen zu machen und startet seine Suche damit, die umliegenden Krankenhäuser anzurufen.
aber nirgendwo ist Petra eingeliefert worden. Auch am restlichen Abend und in der Nacht gibt es von Petra kein Lebenszeichen. Am nächsten Tag geht der Ehemann zur Polizei und meldet seine Frau als vermisst, beziehungsweise er möchte seine Frau als vermisst melden. Die Polizei fragt natürlich, ob zu Hause irgendetwas vorgefallen ist, zum Beispiel ein Streit. Aber er verneint dies und erzählt, dass sie zum Friedhof wollte, aber nicht zurückkam. Die Polizei stellt auch die Frage, ob er ausschließen kann, dass Petra sich selber etwas angetan haben könnte. Der Ehemann verneint diesen Gedanken vehement. Der Ehemann ist sich sicher, dass ihr etwas zugestoßen ist. Aber der Polizist sagt dem Ehemann, dass der Polizei so lange keine Gefahr für Leib und Leben besteht, erst einmal die Hände gebunden sind, da sie hingehen kann, wohin sie möchte und niemandem Bescheid geben muss. Der Polizist gibt dem Ehemann den Rat, noch ein oder zwei Tage zu warten, da erfahrungsgemäß die meisten Vermissten schnell wieder auftauchen. Der Ehemann ist natürlich nicht begeistert, wartet aber zwei Tage ab. Aber auch nach diesen zwei Tagen ist Petra weiterhin verschwunden. Der Ehemann geht dann erneut zur Polizei und gibt die Vermisstenanzeige auf, die dann auch aufgenommen wird. Am gleichen Tag, den 22. Mai 2019, laufen dann umfangreiche Suchaktionen der Polizei an. Dabei kommt auch ein Spürhund zum Einsatz. Dem Tier gelingt es, die Spur von Petra am Wohnhaus aufzunehmen. Der Hund führt die Beamten Richtung Nordosten, direkt zum Grab von Petra Schetters Eltern. Dies ist dann das zweite Indiz, dass sie tatsächlich am Grab war. Aber dann führt die Spur, die der Hund verfolgt, nicht zurück zur Wohnung, sondern weiter von ihr weg, zum nahegelegenen Rhein-Herne-Kanal. Dort gehen Petra Schetters und ihr Mann häufig spazieren. Und direkt an der Wasserkante verliert der Hund die Spur. Aufgrund, dass die Spur dort endet, sieht es so aus, als wenn sie an diesem Punkt ins Wasser gestürzt ist. Aber war es ein Unfall? War es ein Freitod? Oder war eine andere Person daran beteiligt? Aber endet dort wirklich ihre Spur, wie der Hund es anzeigte? Was könnte dort passiert sein? Es wäre eben ein Unfall möglich, aber Petra Schetters konnte schwimmen. Einen Freitod hatte der Ehemann ausgeschlossen, denn sie hatte Pläne für den Abend und die Zukunft. Zum Beispiel den Urlaub in Spanien mit der Freundin im September, auf den sie sich sehr gefreut hat. Die Polizei beschließt dann, einen Leichensuchhund anzufordern. Der Leichensuchhund, der mit einem Boot über den Kanal gefahren wird, schlägt dann tatsächlich an einer Stelle an. Als nächstes wird ein Sonarboot eingesetzt, das den Grund des Kanals untersucht. An mehreren Stellen liefert es Bilder, die die Silhouette eines Menschen erahnen lassen. Als nächstes suchen Taucher die entsprechenden Stellen ab, finden aber nichts. Die beiden Kommissarinnen in der Darstellung sitzen dann im Büro und sprechen dann darüber, dass nichts gefunden wurde. Einer der beiden sagte dann, dass wenn sie an dieser Stelle in den Kanal gestürzt ist, man sie hätte finden müssen. Die andere Kommissarin sagt eigentlich ja, wirft dann aber ein, dass der Kanal an dieser Stelle 3 Meter tief ist, die Sicht unter Wasser gegen Null geht und die Schiffe alles durcheinander wirbeln. Die andere Kommissarin sagt dann, und wenn doch alles ganz anders war und der Hund einer alten Spur gefolgt ist? Die andere Kommissarin sagt daraufhin, dass man dies zumindest in Betracht ziehen muss. Man spielt dann die Optionen durch, was hätte passiert sein können. Erste Option, ist sie vielleicht doch freiwillig gegangen, um irgendwo ein neues Leben anzufangen? Der Ehemann kann sich dies aber nicht vorstellen und ist sich sicher, dass Petra einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Wenn sie aber am helllichten Tag in der Stadt einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, müsste es ja eigentlich Zeugen geben. Und damit endet dann praktisch auch die filmische Darstellung. In der Nachbesprechung ist die Kriminalkommissarin Frau Böhme zugeschaltet. Rudi Zerne fragt als erstes nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, ob es irgendeinen Verdacht oder ähnliches gibt. Die Kriminalkommissarin verneint dies. Man hat weiterhin keine Ahnung, was Petra Schetters zugestoßen sein könnte.
Der Ehemann ist weiterhin davon überzeugt, dass sie nicht den Freitod gewählt hat und auch nicht freiwillig das gewohnte Umfeld verlassen hat. Denkbar wäre, dass Petra Schetters Opfer eines Unfalls oder eines Verbrechens wurde. Und dann spricht Rudi Zerne einen Punkt an, der der Polizei Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar geht es um das Handy von Petra Schetters. Am Tag ihres Verschwindens hat sie dies in der Wohnung zurückgelassen. Das Verhalten ist für Petra Schetters absolut untypisch und ungewöhnlich. Denn sie hatte das Handy immer dabei, selbst wenn sie nur in den Keller des Hauses gegangen ist. Ihre Handtasche mit den Ausweisdokumenten und den persönlichen Gegenständen hatte sie an diesem Tag aber mitgenommen. Aber diese sind auch nie gefunden worden. Die Kriminalkommissarin fragt nach Zeugen, die Petra Schetters am Tag ihres Verschwindens und danach noch gesehen haben könnten. Sie ist 1,65 Meter groß, schlank, hatte schulterlange blonde Haare. Sie war starke Raucherin und musste nach einer Herzoperation regelmäßig Herztabletten nehmen. Der Friedhof befindet sich in der Haushorstraße und ist zu Fuß von der Wohnung gut erreichbar. Der Suchhund verlor die Spur am südlichen Ufer zwischen Prosperstraße und Levinstraße. Das war es dann auch mit der Nachbesprechung. Und viel Neues, besser gesagt gar nichts Neues, gibt es in diesem Fall aktuell. Die einzigen Punkte, die ich finden konnte, waren bei derwesten.de. Und dort heißt es wie folgt: Einen Tag nach Ausstrahlung der Sendung sind bereits rund 20 Hinweise zu dem Fall eingegangen. Das bestätigte die Pressestelle der Polizei Essen gegenüber der Westen. Manche Hinweise sind brauchbarer als andere, aber das muss alles erst noch ausgewertet werden. Das wird noch einige Zeit dauern, heißt es. Und dann heißt es noch: Nun gibt es Neuigkeiten. Die Polizei hat einen Hinweis aus dem näheren Bekanntenkreis der Frau bekommen, den sie höchst interessant findet. Allerdings gibt es dann zu diesem Hinweis keine weiteren Informationen. Der Artikel stammt aus dem Jahr 2021, also vom vorletzten Jahr. Also brandheiß scheint der Tipp oder der Hinweis nicht gewesen zu sein, denn dann hätte es dann noch etwas weitere Informationen gegeben. Ich denke mal, das ist ein Hinweis, den man zuerst nicht nennen wollte, worum es geht, und der dann einfach im Sande verlaufen ist. Aber was könnte in dem Fall von Petra Schetters passiert sein? Das Merkwürdigste an diesem Fall ist eben, sie nimmt ihr Handy nicht mit. Aber ihre Handtasche mit allen Dokumenten und IC-Karten. Aber es gibt auch keine Kontobewegung mehr. Für einen Menschen, der sein Handy sogar mit in den Keller nimmt, sehr ungewöhnlich, dieses daheim zu lassen. Vor allen Dingen, wenn man alleine unterwegs ist. Angenommen, sie hat dies wirklich vergessen und dies in der Nähe oder am Friedhof bemerkt, wäre sie dann nicht schnell nach Hause gegangen und wäre nicht noch Richtung Rhein-Herne-Kanal gegangen? Weitere Frage ist eben, Petra hat ja einen Zettel geschrieben, dass sie zum Friedhof gegangen ist. Wurde denn festgestellt, dass es diesen Zettel wirklich gab und wurde überprüft, ob er von Petra Schetters geschrieben wurde? Dann der Punkt mit der Kerze auf dem Friedhof. Gibt es weitere Zeugen, die diese Kerze an diesem Nachmittag brennen gesehen haben? Hat die Polizei die Kerze später gesehen und wurde eventuell überprüft, sofern es möglich ist, technisch, wann diese Kerze in etwa entzündet wurde und wie lange die Brenndauer war? Damit ließe sich dann schlüssig nachweisen, dass sie tatsächlich auf dem Friedhof war und sie diese Kerze entzündet hat. Und die einfach danach etwas passiert sein muss. Der Suchhund kann bei dieser Spur nicht sicher sein, da der Hund auch eine ältere Spur genommen haben könnte. Da Petra und auch ihr Ehemann öfter diesen Weg zum Friedhof nutzten und von dort dann zusammen zum Rhein-Herne-Kanal zum Spazieren gegangen sind. Die Umrisse einer Leiche auf dem Boden des Kanals. Ich vermute, die Taucher haben nichts gesehen oder kaum etwas gesehen. Vielleicht im Zentimeterbereich, da, wie schon gesagt, eben der Kanal
durch die Schifffahrt dort immer sehr aufgewühlt ist. Vermutlich haben die Taucher hauptsächlich getastet. Vielleicht hat sie dort gelegen, aber man hat sie nicht finden können. Diesen Fall hatten wir ja auf meinem anderen, auf dem internationalen Kanal, vor nicht allzu langer Zeit mit einer vermissten Frau in England. Auch dort haben Taucher eine Frau nicht finden können, obwohl sie dort lag. Sie wurde dann später angeschwemmt und wurde dort irgendwie im Gebüsch oder ähnliches am Wasser gefunden. Aber im Fall von Petra Schetters, hätte sie dann nicht irgendwo in den letzten Jahren irgendwo angeschwemmt werden müssen? Was ist mit ihrer Handtasche und den Dokumenten? Warum wurde nichts gefunden? Wenn man ins Wasser stürzt, kommt man in einen Todeskampf. Und man hält nicht zwangsläufig seine Handtasche fest und zieht diese zum Beispiel mit nach unten. Aber was hier der Knackpunkt meiner Meinung nach ist, ist einfach das Handy. Wenn ich zum Beispiel mein Handy vergesse, denn ich habe es auch immer dabei, kehre ich entweder zurück, um es zu holen, oder sehe zu, dass ich nach der Erledigung meiner Dinge auf dem schnellsten Weg wieder nach Hause zurückkomme. So, das war einmal der Fall von Petra Schetters, dem vermissten Fall, und meine Gedanken dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!